Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Gesundheitsfernsehen. Jagen wir eigentlich immer noch der Karotte in unserem Leben nach? Und wenn wir sie haben, schmeckt überhaupt noch dieses immer Getriebene im Leben? Wo kommt das eigentlich her? Ist das wirklich am Ende des Tages das, was uns glücklich macht? Das bespreche ich heute mit unserem Gast Nikolaus Lackner. Freuen Sie sich drauf. Bis gleich. Hallo lieber Nikolaus, schön, dass du bei uns bist. Hallo Carina, danke für die Einladung. Ja, du hast ja den Sternlotus entwickelt und ich finde das natürlich immer eine wunderschöne Brücke, weil wenn man mit ihm verbunden ist oder drauf sitzt oder im Rücken hat, ich merke es ja auch immer wieder, wenn ich mit dir Interviews halte oder es auch selber nutzt, dass man hat einfach einen guten Draht sofort. Man ist angebunden, man kann gut mit sich in Verbindung gehen und das ist jetzt gerade auch das Thema, was wir heute haben, diesen Schlüssel mal zu erkennen, was ist denn die Karotte? Mhm. Was ist denn diese scheiß Karotte, wo wir irgendwie alle irgendwo vor unserer Nase haben? Wir denken, die macht uns ja auch irgendwo blind oder in die Irre führend. Also das ist ja schon so ein Thema. Wir kennen eigentlich gar nichts anderes. Mhm. Wir sind Jahrtausende immer hinter dieser sprichwörtlichen Karotte hinterhergejagt. Und die hat uns halt jemand vorgesetzt, ne? Ist es die Gesellschaft? Ist es das System, ja, das uns immer etwas verspricht? Wenn du das erreicht hast, ja, dann, ne, dann bist du glücklich. Wenn du erstmal in Pension bist oder wenn ich das habe, dann. Ja, und wir jagen ständig irgendwelchen Götzen hinterher. Ja, ist das das neue Auto? Ist das die neue Klamotte? Ist das dieser Urlaub, den wir wollen? Ist das dieser neue Job? Ist das eine bestimmte Geldsumme? Was auch immer. Wir sind ständig damit beschäftigt, in der Zukunft, im Außen etwas zu suchen und hecheln dem hinterher, ordnen unser ganzes Leben danach, ja, vergessen uns selbst völlig und haben nur dieses eine Ziel im Fokus. Mhm. Ja. Und jetzt stellen immer mehr Menschen fest, dass selbst wenn sie diese Illusion ja mal erreicht haben sollten, dass sie natürlich keine Erfüllung bringt, dass vielleicht für den Moment mal ein kurzes Gefühl der Freude da ist, aber das verpufft, das ist dann wie weg. Ja? Wie alles in dieser Welt ist es vergänglich. Ne? Das ist Materie, aber das ist nicht das, wonach wir so lange gesucht haben. Ja? Und das tritt jetzt immer mehr in den Blickpunkt unserer inneren Öffentlichkeit, sage ich mal, das, wonach wir gesucht haben, waren immer nur wir selbst. Und wenn wir mit uns selbst verbunden sind, ja, diesen inneren Kontakt zu uns, zur Essenz in uns verspüren, dann brauchen wir eigentlich nichts im Außen. Ja. Wir haben alles, wir sind auch bereits alles, nur wir haben so tief vergessen, dass wir gar nicht mal mehr daran gedacht haben, dass es außerhalb dieser Optionen, sprich dieser Karotte oder diesen vielen Karotten, irgendetwas anderes gibt. Ja? Die wenigsten haben sich Gedanken gemacht. Und jetzt kommt das langsam auf, weil diese Karotte nicht mehr diesen Reiz hat. Ja? Sie schmeckt uns irgendwie nicht mehr. Wir spüren, da gibt es was anderes. Und da tun sich viele Kanäle auf und die Welt, jeder Einzelne verändert sich, auch wenn viele Menschen natürlich noch nicht wissen, was es ist. Mhm. Aber der Schlüssel sind immer wir selbst und wir finden das, was wir im Außen gesucht haben, nämlich die Karotte in unserem Inneren. Das hört sich ja immer ganz schön an. Da denken bestimmt so die ein oder anderen Zuschauer, ja, ist ja in der Theorie sehr schön. Aber du hast ja wirklich in deinem Leben auch die Praxis erlebt. Also vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen uns daran teilnehmen lassen, weil das war ja schon sehr bewegend und sehr, sehr herausfordernd, was dir so im Leben geschehen ist. Ja, also ich selbst habe für mich die Keule benötigt. Ja, sonst hätte ich mein Leben nicht geändert. Ich hab, ganz untypisch für Männer, gell? Ja, ja. Das ist wirklich der Hammer, ne? Und es war, ich habe so von Beginn an eigentlich immer so diesen Leistungsweg gewählt, ja, immer Karriere machen wollen. Ne? Da war ich am Anfang beim Rundfunk und dies und das habe ich gemacht und ich habe mich so angestrengt, ich habe so viel Energie gebraucht. Ja. Und irgendwann hat das Leben dann gesagt, so stopp, bis hierher und nicht weiter. Und ich hatte wirklich ein ganz, ganz heftiges Burnout, wo ich monatelang nicht mehr aufstehen konnte. Ich habe alles verloren.
alles Materielle, was mich umgeben hat. Gell? Ich hatte wirklich nur noch die Kleider am Leib. Entschuldigen Sie die ganz kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber wir möchten Sie gleich teilhaben lassen an einem kleinen Ausschnitt von einer besonderen Sendung, die wir kurz zusammengefasst haben. Und wenn Sie die ganze Sendung dann auch schauen möchten, dann finden Sie in der Beschreibung unten jeweils den entsprechenden Link. Viel Spaß! Nach dem, was wir hier 3 Jahre durchgemacht haben, haben wir eine Menge an Entzündungslast in einem Körper. Und durch diese Entzündungslast entstehen also massive Durchblutungsstörungen auf Gefäßebene. Die OHT ist eine Maßnahme, die bei allen chronisch entzündlichen Prozessen eine ganz große Rolle spielt. Das merken wir eben auch, dass die Last, die toxische Last, dadurch deutlich minimiert wird. Sie holen sich Stück für Stück wieder ein Stück Gesundheit dadurch zurück, ne? Und davor ging es ja richtig gut finanziell. Ja, ganz genau. Ja. Also das muss man ja dazu sagen, ja. Ja, dass da eigentlich richtig Fülle da war. Ganz genau. Und ich hatte aber nie das Gefühl, dass ich erfüllt bin. Ja. Das sind alles einfach nur Illusionen. Und ich habe immer weiter gesucht und habe diesen Weg immer in der Fülle gesucht. Materiell dann. Ganz auch, ja. Aber auch im Außen in Form von Anerkennung, in Form von Dinge zu erreichen, ne? Also so klassisch den Karriereweg, so American Dream wird man es vielleicht benennen, hier zu leben. Und es hat mich nie erfüllt, es hat mich immer noch leerer gemacht. Ja? Und irgendwann mal, weil ich selber nicht imstande war, die Reißleine zu ziehen, hat das Leben für mich die Regie dann übernommen und hat gesagt, hey, stopp, schau dir das bitte mal nochmals neu an und hinterfrage mal diesen Weg, den du da bis dato gegangen bist. Und das musste ich dann. Ja, ich wurde sozusagen gezwungen, in die Knie gezwungen und habe dann in diesen Momenten oder in dieser Zeitspanne realisiert, dass ich eigentlich für etwas ganz anderes da bin. Ne? Und habe dann für mich festgestellt, ich kann, will nur noch das machen, was aus meinem Herzen kommt, was mich wirklich erfüllt. Das, was ich selbst bin. Ja? Nicht, was die Gesellschaft vorgibt, was toll ist, ja? Oder wo du Anerkennung bekommst oder wo die Eltern oder das Umfeld sagen, genau das musst du tun. Sondern es ist etwas ganz was anderes. Es ist meins. Ja? Und das Interessante ist, dass seit ich das tue, das andere dann auch immer mitkommt. Mhm. Ne? Es gibt schon immer Momente und ich kann auch diese Muster nicht immer ablegen. Gell? Das wäre jetzt vermessen zu sagen. Ich habe da schon immer auch zu tun damit, aber ich merke, je mehr ich mich in diesen inneren Fluss begebe, ja, und in das, was in mir ist und mein Leben danach ausrichte, umso schöner, umso erfüllender sind auch die Ergebnisse, umso lebenswerter ist das Leben und es hat einfach eine ganz andere Qualität. Und ich glaube, darum geht's auch gerade in dieser Zeit, dass wir immer mehr das machen, was wir selbst sind, dass wir uns immer weniger auch nach diesen Vorgaben aus dem Außen richten. Und was passiert dann? Wir werden frei. Mhm. Und Freiheit ist eines der wichtigsten Werte, die wir jetzt zunehmend leben dürfen. Ja. Wenn wir frei sind, dann sind wir auch glücklich. Ja. Dann sind wir auch im Frieden mit allem. Weil ja, die Seele will frei sein, sie ist frei, sie ist immer frei gewesen. Ja. Und jetzt brechen wir endlich da aus diesem Käfig aus und erkunden mal, was sind denn wir so? Ja. Was macht uns denn Freude? Die Freude ist so ein ganz wichtiger Parameter auch. Ne. Wo geht's für uns lang? Wo ist die Reise für uns? Und das ist das Spannende. Und deswegen verblasst diese Karotte. Und immer mehr Menschen machen die Erfahrung, dass das, was sie da ihr Leben lang bis dato getan haben, eigentlich der Holzweg war. Ne? Ja, das war jetzt lustig. Du hast jetzt natürlich meine persönlichen Nordsternwerte genannt, wie Freiheit, Freude und Fülle. Und das Interessante ist, wenn man sich dessen bewusst wird, was man leben möchte und es wirklich sehr schön verankert,
dann begegnet einem das überall im Leben. Also dann kann ich in den Wald laufen und ich habe sofort alles symbolisch an Freiheit, Freude und Fülle. Und ich kann auch auf einem Boot sitzen, auf Mallorca, sage ich jetzt mal, ja. Aber die Freude und die Freiheitsgefühl, das ist identisch. Und manchmal merke ich sogar, dass es in der Natur fast noch ein bisschen intensiver und schöner ist als gekoppelt an eine Materie, wo uns früher symbolisiert hat, dass es was das bringt, ja. Ganz genau. Porsche 911er finde ich schon auch cool. Ja, ja. Ja, aber wenn man so das Gefühl hat, mit der Natur kommunizieren zu können, welche Pflanze will jetzt zu dir, was brauchst du jetzt, und du liest das dann nachher nach und denkst, ah, boah, das passt ja genau auf das Projekt, was ich jetzt brauche an Kräfte und Stärke. Und das macht ja so eine ganz, ganz brutales Glücksgefühl. Hm. Was jetzt der 911er schon auch hinkriegt, aber nicht ganz so. Wir brauchen nicht viel. Hm. Das Einzige, wonach wir uns jemals gesehnt haben, sind wir selbst. Und in uns selbst ist alles. Ja? Wir sind letztendlich nicht nur ein Ausdruck des Universums, des All-Einen, sondern wir sind es auch selbst. Und wenn wir mit uns verbunden sind, dann ist alles da. Das All-Eine, das All, ne? In uns. Das heißt, wir benötigen nichts mehr. Wir brauchen nichts mehr, um irgendwelche Mängel aufzufüllen, ja, um irgendwelche Löcher aufzufüllen in uns. Nein, wir sind erfüllt, ja. Und das ist immer da. Da braucht es keine großartigen Techniken oder da braucht es keine großartigen Prozesse. Es genügt letztendlich die Erkenntnis dessen und die Innenschau, ja. Wenn wir uns einfach auf uns selbst ganz tief einlassen, auf das, was wir sind, dann geht es uns gut. Ja? Und das ist auch keine Flucht vor dieser Welt. Ne? Weil manche sagen, ja, die Alles-ist-gut-Szene, die sich alles schön redet, die sich in eine andere Welt beamt. Ne? Das meine ich damit nicht. Ja? Das alles ist gut, weil alles da ist, ist in uns. Ja? Und das ist die Essenz in uns. Es geht um die Verbindung zu uns selbst und um einen anderen Fokus. Der Fokus bis dato, der war immer im Außen. Ja? Der hat auf die materiellen Güter geschaut. Der hat auf die anderen Menschen geschaut. Was denken denn die über mich? Was sagen die über mich? Wie darf ich mich verhalten? Ja? Jetzt ist es Zeit, den Fokus ganz tief nach innen zu lenken und hier alles zu entdecken, wonach wir uns jemals gesehnt haben. Wir benötigen nichts. Ja? Natürlich ist es schön, eine Partnerin, einen Partner zu haben. Natürlich ist es schön, einen 911er Porsche zu fahren. Natürlich ist es schön, viel Geld zu haben und auf dieser Ebene Freiheit zu leben. Das ist alles gut. Ja? Und das ist natürlich auch alles erlaubt. Ja? Auch die Materie ist Teil des All-Einen. Warum sollten wir sie nicht nützen? Aber wenn wir den Fokus nur auf der Materie haben, nur im Außen haben, dann entsteht eine gewisse Anhaftung. Und das Wort beinhaltet es bereits, Haftung. Wir sperren uns selbst ein, ja? Oder wir machen unseren Spielraum einfach sehr klein und eng dadurch, weil wir hier das Glück suchen. Wir werden es hier nicht finden. Ja, wenn wir in uns erfüllt sind, dann erst bekommen auch äußere Dinge wie der 911er Porsche einen ganz neuen Glanz für uns und eine neue Bedeutung. Und das ist der feine Unterschied, ja, den es aus meiner Sicht hier zu berücksichtigen gilt. Wenn man gerade diese Innenschau macht, dafür finde ich ja den Sternlotus wirklich gut, weil der einem hilft, in diesem Weg nach innen in die Klarheit reinzukommen. Lampe hat gerade auch zugestimmt. Das ist lustig, wie die Technik dann auch noch mit switcht. Dieses wirklich zu schauen, okay, was macht der Porsche mit mir? Wirklich zu sagen, okay, kommt jetzt Freude und was macht dir Freude? Und je tiefer wir dann gehen, was passiert, wenn der nicht mehr da ist? Ja? Am Ende des Tages kommen wir über viele Gedanken, Glaubensmuster ja am Schluss zu dem Punkt, wenn ich den nicht mehr habe, werde ich nicht mehr gesehen und nicht mehr geliebt. Ganz genau. Also das ist ja am Ende
Und ich finde diesen Weg in die Innenschau, da lernt man so viel über seine Strukturen, weil dann kommt auf einmal der Papa reingeflogen, dann kommt auf einmal der Kollege reingeflogen. Dann siehst du, wie oder Bruder, Schwester ist ja oft auch so eine, je nachdem, was halt in der Familie an Strukturen da war. Und auch dieses Beweisen wollen. Also man erkennt dann wirklich die Stories hinter diesem Weg, den man auch gegangen ist. Und ich denke, diese Innenschau ist schon, da frage ich mich manchmal, was du wirklich da reingebaut hast, dass einem der Film so klar und schnell abläuft. Mhm. Also wie erklärst du dir das? Naja, also das Sternenlotus als solches ist ein Tool, das gerade jetzt für diese Zeit der Transformation da ist und den Menschen helfen soll, sich wieder daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, in letzter Konsequenz. Natürlich ist das ein Prozess und wir dürfen uns über den Sternenlotus auf sanfte Art und Weise auch all die Dinge anschauen, die da vor dieser Erkenntnis liegen, ja, vor diesem tiefen Bewusstsein, dass wir es selbst sind, ja, eben dieses Göttliche, ja, wonach wir gesucht haben. Und genau dafür ist der Sternenlotus da. Er ist ein Begleiter auch in dieser Zeit, unterstützt uns, gibt uns Kraft, zentriert uns auch, ne? Und erinnert uns immer wieder und jeden da, wo er gerade steht. Also es wird jeder da abgeholt, wo er oder sie gerade ist. Ja? Mhm. Und jeder darf dann in seinem Rhythmus und Tempo den Weg gehen, der letztendlich dann irgendwann in dieser Inkarnation oder auch in der nächsten dann darin mündet, dass wir uns in vollem Umfang wiedererkennen und erinnern. Ne? Und wenn wir diese Göttlichkeit in uns wiedersehen und tief in uns verankern, dann wissen wir, dass wir frei sind, immer frei waren, uns frei sein werden, dass wir alles bereits in uns tragen, dass wir nichts werden müssen, nichts lernen müssen, weil wir uns einfach nur erinnern müssen. Es ist ja alles schon da. Wir haben auch Zugriff zu allem. Ja? Das All-Eine behält ja auch, beinhaltet ja auch alles. Das heißt, jeder von uns als göttliches Wesen kann in jedem Moment auf all das zugreifen. Nicht nur auf das Wissen, auf jede Form von Energien, all das. Und das ist ganz wichtig zu erkennen in dieser Zeit. Das, was wir sind, ja, das wurde nie geboren. Das ist immer und wird auch nie sterben. Das ist nicht vergänglich. Hier in dieser physischen Welt, ja, sind die Dinge vergänglich. Wir kommen nackt, wir gehen nackt, ne? Wir nehmen nichts mit. Deswegen sind das einfach immer nur kurze Momente und Impulse in dieser Ewigkeit, in der wir sind, ja, die uns vielleicht ein schönes Aha-Erlebnis bringen. Aber der Aufwand in Relation dazu, um sich diesen Porsche 911er zu erarbeiten, steht in absolut keiner Relation, aus meiner Sicht, zu der Freude, die wir empfinden, wenn wir einen bekommen. Mhm. Allerdings diese tiefe innere Freude, die wir ja sind, ja, die ist immer. Diese Freude ist ewig. Ja. Und auf genau diese Dinge gilt es im Moment wieder zu achten. Dafür ist diese Zeit da. Wir machen einfach einen Sprung in eine neue Bewusstseinsebene. Das wissen die meisten zu sehr. Und da sind wir auch schon einige Jahre damit beschäftigt. Aber jetzt ist noch mal so richtig der Beschleunigungsgang in der Waschtrommel drin und jetzt wird dieser Weg noch mal ordentlich befeuert. Wir haben ja auch ganz alte Muster und Prägungen mitbekommen. Ja? Also das bedeutet, angenommen, wir wollen uns einen Wunsch erfüllen. Da ist ja jetzt auch mal nichts Schlimmes dahinter, ob das jetzt der Porsche ist oder ob das ein Einfamilienhaus ist oder ein Pferd ist. Nur wir haben damals natürlich, du musst dafür hart arbeiten, von nichts kommt nichts. Das sind ja unsere Prägungen, die wir schon eingehämmert bekommen haben. Und schon gleichzeitig, wir entdecken jetzt diesen Flow, das fliegt einem zu. Und dennoch haben wir dann einen da hinten drin sitzen, der sagt, naja, so einfach kann das ja jetzt auch nicht gehen. Weißt du, also wir sind ja jetzt gerade wirklich so in diesem Kämpfchen, gut, böse. Mhm. Es darf leicht und einfach gehen, es darf dir zufliegen. Ja, zufliegen. Und die Generation, die natürlich jetzt kommt, die sind ja noch cooler. Die chillen ja nur noch und die denken, fliegt alles zu, ja. Wo ich denke, es ist, wir dürfen auch irgendwo von denen was lernen, was die Zukunft jetzt natürlich bringen wird.
da wird ja eine ganz andere Dynamik, Leichtigkeit. Wenn ich jetzt schon Werbung sehe, die KI wickelt deine Kunden ab, während du im Urlaub bist. Ja? Mhm. Also da kommt ja eine ganz andere Geschichte jetzt noch, wo die sind ja völlig weg von dem Thema, ich muss was tun. Natürlich braucht es auch die Ebene des Tuns. Wir sind hier auch in der physischen Welt. Mhm. Ja? Wir müssen das ja auch umsetzen. Ja? Wenn ein innerer Impuls kommt, dann brauchen wir unseren Verstand für die Klarheit und auch unsere Hände, ja, um das umzusetzen, natürlich. Aber es darf aus einem anderen Bewusstsein und aus einem anderen Seinszustand heraus fließen. Nämlich ohne den Druck, mhm. ja, ohne den Zwang, etwas tun zu müssen, weil wir die Wünsche oder Vorgaben von jemand anders, wer auch immer das ist, ob das die Eltern sind, ob das der Staat ist oder die Kirche oder wer auch immer, sondern aus unserem eigenen Impuls heraus. Ja. Und das ist der große Unterschied, weil wenn es von uns kommt, dann entspringt es der Freude, nämlich dem, was wir wirklich sind. Ja? Mhm. Und dann fällt es uns auch leichter. Und wenn wir wissen, wie das Leben funktioniert, wie auch Manifestation geschieht oder wie wir getragen sind auch von dieser Essenz, dann sind wir tief im Vertrauen und entledigen uns aller alten Muster, ebenso dieser Prägungen, du musst was tun dafür, du musst hart arbeiten, dies und das, sondern wir können es viel mehr fließen lassen. Und wenn dieser Fluss da ist, ja, dann wird auch der Weg dorthin einfach zu einem freudigen Erlebnis. Ja. Und alles fließt einfach leichter. Nur es braucht dafür eben diese Erkenntnis. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir es selbst sind und dass wir alles in uns tragen und dass wir ganz tief uns selbst in uns fallen lassen dürfen, ja, hingeben dürfen. Das ist eine weibliche Eigenschaft, hingeben in uns selbst. Und dann beginnen sich die kosmischen Räder in unsere Richtung zu drehen. Das passiert ganz automatisch. Das ist unsere echte Schöpfung, nicht die Schöpfung aus dem Kopf mhm. heraus, ja, die ist anstrengend. Ja, sondern die ist leichte für dich Schöpfung aus dem auch Innen. Ein Schlüssel, um sich von diesem im Kopf zu befreien, genau das zu erkunden, warum will ich es eigentlich wirklich? Um sich auch emotional davon zu befreien. Weil dieses Haben wollen ist ja immer gekoppelt an eine Leere. Ich werde nicht gesehen oder wenn ich das habe, werde ich geliebt oder nicht verlassen. Weißt du, wir haben ja immer, wenn wir irgendwas ganz arg wollen, mhm. immer eine alte emotionale Verhaftung dazu. Mhm. Ganz genau so ist es, ja. Deswegen ist auch wichtig, dass wir uns in Zeiten wie diesen immer wieder reflektieren, dass wir viel in die Natur gehen, dass wir in die Stille gehen, dass wir den Rückzug wählen, ja, dass wir aus diesem Getöse um uns herum einfach mal aussteigen. Weil in der Stille finden wir dann die Antworten. Ja? Mhm. Diese Suche, ja, nach der Wahrheit, nach der wirklichen Wahrheit in uns, die kann nur über die Stille funktionieren. Ja? Die kann nicht funktionieren, wenn hier laute Musik an ist, wenn ich ständig unterwegs bin, wenn ich mich am Abend zudröhne mit irgendwas. Ja? Sondern wir brauchen diesen Rückzug. Ist ganz wichtig auch in dieser Zeit. Ja? Und dann kommen die Antworten. Ja, vielleicht kommen sie nicht immer sofort. Vielleicht dauert es auch ein bisschen. Das ist auch eine Herausforderung, dass wir uns in Geduld lernen zu üben. Dass wir einfach mal uns hinsetzen und diese Frage stellen. Stellen einfach mal die Frage und was tun wir? Zunächst mal nichts. Wir sind einfach mal ruhig und still. Ja? Wir atmen. Wir sind bei uns, wir sind in der Natur. Das ist immer eine sehr gute Hilfe, auch im Wald wieder bei uns anzukommen. Und dann kommt das. Mhm. Ja? Und das zeigt sich auch bei jedem Menschen unterschiedlich. In einem Bild, in einer gewissen Situation, in einem plötzlichen Wissen, in einem Gefühl. Ja? Wir wissen, wohin die Reise geht. Und das ist ganz wichtig auch. Das ist unser innerer Kompass. Und das gibt uns in diesen unsicheren Zeiten diesen Halt und das Wissen, dass wir, wenn wir bei uns sind, immer auf dem richtigen Weg sind, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz mhm. sind. Ja. Das ist auch das neue Leben. Ja. Es ist weniger kopfgeplant und gesteuert, sondern es kommt aus unserem Sein.
Ja. Und da spielen Dinge wie diese Karotte dann immer weniger eine Rolle. Schön. Wenn die Zuschauer sagen, oh, ich möchte ein bisschen mehr von dir sehen, weil ich habe ja auch gesehen auf YouTube, du gibst ja auch Live-Zooms und so, wo man dir auch mal direkt Fragen stellen kann oder eure Kontaktdaten. Gibt es da eine Möglichkeit, sich da mal ein bisschen schlau zu machen? Also am besten natürlich über die Webseite bloominglife.com. Da gibt es ganz viele Informationen. Wichtig, Blooming Life mit dreimal O schreiben und zusammengeschrieben. Und wenn jemand Fragen hat, dann kann jeder und jede auch gerne bei uns anrufen. Bei uns gibt es immer einen Menschen. Wir haben ganz bewusst auf Chatbots und KI verzichtet, weil wir der Meinung sind, das Herz ist immer noch intelligenter als eine künstliche Intelligenz. Und bitte einfach auf die Webseite schauen, da gibt es alle Kontaktmöglichkeiten und dann sind wir jederzeit gerne da. Und man kann auch mal ein persönliches Gespräch haben, ich bin auch gern da, oder mal ein Zoom oder mal ein Webinar, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Super. Vielen lieben Dank, Nikolaus. Schön, dass du da bist und die Menschen wirklich begleitest. Und was auch immer du für einen Zauber da verarbeitet hast, aber der wirkt auf jeden Fall und bringt einen wirklich schnell auch an die Antworten. Also das finde ich schon, dass da eine andere Geschwindigkeit dahinter steckt. Danke dir. Ich danke dir. Liebe Zuschauer, ja, wunderbar, in der heutigen Zeit wirklich darüber zu sprechen, wie wir besser zu uns kommen. Ich denke, das ist auch der Schlüssel für ein glückliches und schönes, freies Leben. Und freue mich natürlich, wenn Sie zuschauen. Vielen Dank dafür. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte hier registrieren Sie Vikrisana, denn damit können Sie alle Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche genießen und abonnieren Sie auch hier den YouTube-Kanal. Das verbreitet diese Sendung noch viel, viel besser. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.